Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der regionalen Klinikholding, vom Landkreis Karlsruhe aus grüße ich Sie ganz herzlich und wünsche Ihnen auf diesem Weg ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr 2021. Das Jahr, das hinter uns liegt, war sicherlich kein einfaches. Und gerade im Bereich des Gesundheitswesens, in den Krankenhäusern, wurden die Auswirkungen der Pandemie ganz besonders ersichtlich. Umso mehr gilt Dank und Anerkennung all denjenigen, die hier Herausragendes geleistet hat. Aber auch allen anderen, die unter schwierigen Rahmenbedingungen in den Krankenhäusern tätig waren, in den ganz unterschiedlichsten Bereichen, in der Verwaltung, in der EDV, im Gesundheitswesen, auf den Intensivstationen und wo auch immer, möchte ich meinen ganz persönlichen Dank und meine Anerkennung für die Arbeit des letzten und auch der vergangenen Jahre ausdrücken. Besonders freut mich auch, dass es uns immer mehr gelingt, innerhalb der regionalen Klinikholding die Kreisgrenzen zu überwinden. Wir arbeiten zwischen den jeweiligen Standorten gut zusammen. Wir vertiefen unsere Kenntnisse untereinander. Und das ist ein wichtiges Zeichen, weil nur gemeinsam sind wir stark, nur gemeinsam, wenn wir diese Grenzen überwinden, wenn wir eine eigene Identität in der regionalen Klinikholding schaffen, wird es uns gelingen, die schwierige Aufgabe der Gesundheitsversorgung in unserer Region aufrecht zu erhalten. Ich möchte Ihnen von meiner Seite aus zusichern, dass wir als politisch Verantwortliche unseren Beitrag dazu leisten wollen, dass die Rahmenbedingungen für das Arbeiten innerhalb der Holding weiter verbessert werden und dass es uns immer mehr gelingt, gemeinsam in der Holding diesen wichtigen Beitrag zur Krankenhausversorgung in unserer Region zu leisten. Ich danke Ihnen ganz herzlich und wünsche Ihnen nochmals alles Gute für ein hoffentlich besseres Jahr 2021. Herzlichen Dank.